Divya und ein herzliches Willkommen zu einer Premiere auf diesem Kanal. Freunde, ja, ich bin unnormal gehypt, euch das alles zu verkünden, was für Projekte dieses Jahr und noch nächstes Jahr passieren. Dieses Jahr passiert noch einiges, aber nächstes Jahr knallt der Kanal umso mehr rein. Und es gibt auch eine schlechte Nachricht, die ich dann gleich verkünden muss. Aber erst einmal die guten Nachrichten, die geilen Nachrichten. Nämlich, Freunde, diese Projekte habe ich mir jetzt alle hier aufgeschrieben, dass ich nicht alle vergesse. Aber die kommen werden, 100% kommen werden. Das eine Projekt wird kommen, nämlich der Marvel-Mittwoch kommt zurück, Freunde. Der Marvel-Mittwoch kommt zurück und es heißt, jeden Mittwoch oder jeden zweiten Mittwoch, ich glaube eher jeden Mittwoch, wird dann von mir ein Marvel-Video kommen, unabhängig ob Infinity Saga, ob andere Projekte von Marvel, werden dann mittwochs kommen. Vielleicht auch Charaktervorstellung, Charakterbesprechung, vielleicht auch Filmranking, das wird alles zu einem Marvel-Mittwoch kommen. Und ja, das Projekt habe ich mir auch wieder ausgedacht, habe ich gesagt, Marvel Mittwoch passt perfekt. Und die Recap-Videos, falls Disney Plus wieder mittwochs wieder die Serien kommen, werden dann auch mittwochs besprochen. Heißt dann, entweder es gibt einen Doppel-Upload oder es gibt nur das einzige dann, diese Recap, falls dann eine Serie mittwochs kommen sollte. Jetzt zum nächsten. Wir haben bald die Infinity Saga abgeschlossen. Nämlich mir fehlt jetzt noch Spider-Man Far From Home. Der wird dann auch irgendwann kommen nach Captain Marvel, nach Endgame, die ich auch noch vorproduziert habe in jetzt meiner Urlaubszeit. Und danach fängt die Multiverse Saga an. Und wann kommt sie? Nämlich an einem Mittwoch. Wie gesagt, es komprimiert sich jetzt alles mit einem, dass es jetzt zu einem großen Marvel-Haufen wird. Das heißt, alles, was mit Marvel zu tun hat, kommt mittwochs. Und jetzt, Freunde, Movie Talks kommen. Ein YouTuber, den ich den Namen jetzt nicht aussprechen will, hat mir ja mal so eine coole E-Mail mal geschrieben. Bruder, du bist peinlich. Aber ja, die kommen und es kommen Livestreams dazu. Und wann sie kommen, das ist unabhängig, was für ein Film oder was mir gerade im Kopf einfällt. Es ist unabhängig von Marvel. Es kann alles sein, es kann Abenteuerfilme sein, es können alte Kinderserien sein, es kann alles Mögliche sein, mit dem ich euch auch noch dazu finde. Und es wird dann zu einem Livestream kommen, auf Twitch oder auf YouTube wird dann ein Livestream stattfinden. Und ja, Movie Talks kommen, macht euch was gefasst, wenn dann immer freitags, nachmittags. So, Nachmittag. Ja, dann habe ich noch was zu verkünden. Nämlich mein Hauptcontent, FIFA, Freunde. FIFA kommt zurück, aber es wird eher in die Richtung Twitch gehen. Auf YouTube werden Battles kommen, wie zum Beispiel Draft bauen. Wir werden ein paar vielleicht Division Rival Spiele suchten, werde ich dann ein paar Videos hochladen, Pack Openings, aber nicht so wild machen, denn geht eigentlich ganz schön ins Geld. Wir machen langsam am Anfang. Ja, das ist das, was jetzt bei FIFA steht. Ich gehe eher jetzt in die Twitch-Richtung bei FIFA und der andere Content ist dann eher bei YouTube jetzt drin, das was ich jetzt mit euch da besprochen habe. Und was noch kommen wird, ist, oder was wieder kommt, ein paar Videos, heißt mein Format Probleme im Leben. Das heißt, ich werde vielleicht mal einer von euch vor die Kamera holen und mit euch ein Video machen, was man besser machen kann im Alltag, was für Probleme anstehen. Zum Beispiel, wenn Leute aus dem Heim kommen oder Probleme haben zu Hause, können wir das gerne besprechen, falls ihr euch so öffentlich offenbaren wollten und vielleicht ein Statement setzen wollt. Gerne dann bei mir auf Discord und das können wir dann
uns unterhalten. Oder falls du da draußen sagen willst, ich will das öffentlich machen, machen wir gerne ein Video darum. Kein Problem. Können wir auch im Livestream bequatschen auf Twitch. Wie gesagt, Twitch blende ich unten ein. Ist alles unten verlinkt. Die ganzen Kanäle, Instagram, YouTube und so weiter. Und Discord natürlich sind inbegriffen. Ja, das sind die Projekte, die jetzt gerade anstehen. Und jetzt, Freunde, kommen zwei coole Projekte. Nämlich, ihr habt den Waldhof-Vlog, ihr habt den gut auseinandergenommen, 3300 Aufrufe. Freunde, ich bedanke mich zutiefst. Danke nochmal für den kranken Support. Ich hab's gesehen. Wow. 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 Ich hab's gesehen, ey, Freunde. Und eins kann ich mal vorwegnehmen. Es wird, wie soll ich es sagen, keine Waldhof-Vlogs geben. Dafür gibt es umso geilere Vlogs. Nämlich, ich zeig euch eine Fahrradtour. Vielleicht alleine, vielleicht auch mit meiner Mutter, keine Ahnung. Aber es wird Fahrradtour und Vlogs geben. Das heißt, es wird 2-in-1 geben. Dass ihr dann mehr aus Mannheim kennt, dass ihr mich noch mal besser kennenlernt als von meiner Dokumentation. Dass ihr mich mal draußen seht. Und ich habe unnormal Bock. Und ein Fahrrad habe ich natürlich auch. Das heißt, wir machen dann einen coolen Tag. Wir gehen Eis essen. Vielleicht holen wir uns auch Burger. Essen das dann, wenn wir dann zum Ziel angekommen sind. Und entspannen dann ein. Machen einen auf entspannt. Und hier, jetzt kommt das letzte Projekt. Nämlich, es wird Kochvideos kommen auf meinem Kanal. Oh Baby, ey, habe ich Bock auf die Kochvideos. Es werden geile Gerichte von mir kommen, meine Lieblingsgerichte. Ich mache einen richtig geilen Burger. Ich kann mit euch Geschnetzeltes machen. Mit Pommes oder mit Reis, mit einem geilen Tzatziki und Gurkensalat. Werden wir alles machen oder ich werde es machen vor der Kamera, dass ich euch dann zeige, wie man dann richtig geil kocht und vielleicht selbstgekochte Pizza, Spaghetti, alles inbegriffen, alles was ihr wollt. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, was ich auch mal kochen soll, falls ich das kann. Wie gesagt, ich bin kein großer Kochkünstler, aber ich kann kochen. Ja, das sind die ganzen Formate für dieses Jahr und für nächstes Jahr. Und jetzt kommt noch ein Projekt, was leider nicht wegfällt, sondern es wird auf Eis gelegt. Das heißt, es wird irgendwann kommen, aber es wird jetzt nicht in der Zeit kommen. Ich weiß es noch nicht. Nämlich der Film The Legacy of a Real Stevie wird auf Eis gelegt. Nämlich mein Kumpel Dustin, er ist inbegriffen von diesem Film. Er ist mit dabei, wie soll ich sagen? Den habe ich schon sehr gut ins Boot geholt. Aber ich will euch kein 0,18 Film hinstellen mit ekligem CGI, mit dummem CGI, sondern es wird ein geiler, krasser Fickerfilm. Der wird richtig reinklatschen. Und dafür brauche ich mehr Zeit als ein Jahr, denn er ist selber noch in Ausbildung und ich muss selber noch gucken, wie ich wo noch gucken muss, welche Person oder so noch mitmacht. Deswegen wird noch dieser Film auf Eis gelegt. Es kann sein, dass er in ein paar Jahren kommt, aber nächstes Jahr oder übernächstes Jahr wird es, glaube ich, dieses Jahr nichts mehr. Genau. Habe ich sonst noch was vergessen? Ich glaube eher nicht. Und warum das Ganze jetzt so stattfindet mit Kochvlogs, Vlogs mit Fahrradtour, weil ich euch wirklich mehr zeigen will und weil ihr genau sehen wollt, dass ich mal rauskomme. Also Freunde, das ist für euch. Gerne den Kanal abonnieren, wenn ihr das sehen wollt. Und gerne kommentieren, was ihr davon haltet. Und teilt gerne diesen Kanal hier. Denn wie gesagt, wir wollen noch größer werden. Wir wollen stark werden. Wir wollen rauskommen. Also Freunde, macht's gut. Euer Stevie ist raus.
Bis dahin und ciao.